Hey Leute, es ist mal wieder soweit. Es gibt eine neue Abstimmung. LibGDX geht bald zu Ende und ich wollte euch natürlich mal wieder die Wahl lassen, was ihr als nächstes haben wollt. Theoretisch gibt es die Abstimmung schon seit gestern Abend. 5 Uhr habe ich ungefähr reingestellt. Und zwar über Twitter, Facebook und Google+. Aber ich wurde darum gebeten, dass ich doch die Themen vielleicht ein bisschen erläutern könnte. Okay, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, auf meinem Kanal gibt es immer Abstimmungen, was ihr danach haben wollt, wenn irgendeine Serie zu Ende geht. Okay, dieses Mal geht LibGDX zu Ende. Ihr wisst, wir sind da mittlerweile bei Video irgendwas mit 20. Und ja, allzu viel gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Falls euch irgendwas fehlt, könnt ihr mir natürlich jederzeit Themenwünsche schreiben. Aber jetzt wollen wir erstmal über die neue Serie, die nach LibGDX stattfindet, reden. Okay, ich habe hier euch 10 Stück mal wieder zur Auswahl gestellt. Falls jetzt euer Wunsch nicht dabei sein sollte, schreibt mir einfach. Oder ja, manche Sachen habe ich auch tatsächlich schon hier auf meinem schlauen Zettel stehen, was ich noch alles machen möchte. Das kommt dann alles noch, keine Sorge. Aber ich stelle immer so 10 Sachen zur Auswahl und dann könnt ihr mal daraus wählen. Okay, normalerweise machen wir das immer so. LibGDX war das Modul sozusagen zu einer Sprache, die wir schon können. Das heißt, auf meinem Kanal gab es schon Java-Videos, also gab es LibGDX als Auswahlmöglichkeit bei irgendeiner Abstimmung von vor, keine Ahnung, ein paar Monaten. Und ja, dieses Mal ist natürlich dann das Modul zu Ende. Das heißt, wir wollen wieder ein neues Modul machen. Und jetzt habe ich das diesmal ein bisschen so ausgeweitet, nicht mehr ganz so hart, weil ich überflutet wurde nach Anfragen nach Machine Learning. Und zwar machen wir Machine Learning in der Theorie. Praxis kommt dann eventuell danach. Theoretisch ist es ja eine theoretische Reihe, deswegen wollte ich die eigentlich erst nach Kryptographie starten, was ja die aktuelle theoretische Reihe ist, aber ja, wie gesagt, ich wurde echt überflutet. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir fangen jetzt schon mit Machine Learning an und das, was danach, das, was ihr hier als zweites dann wählt, kommt dann eben nach Kryptographie, dass wir auch wieder nur eine theoretische Reihe haben und dann noch ein Modul. Also sozusagen einfach vorziehen, Machine Learning. Habt ihr als Abstimmmöglichkeit hier das erste. Okay, das zweite ist Unreal Engine. Unreal Engine sollten wahrscheinlich recht vielen von euch was sagen. Das ist eine Game Engine, die kann man sich installieren, kostet nichts, außer man vertreibt sein Spiel und macht damit auch tatsächlich Profit. Das heißt, wenn ihr mit eurem Game überhaupt keinen Gewinn macht, müsst ihr auch nichts abgeben an Unreal. Wenn ihr damit Gewinn macht, glaube ich 5% oder so. Also es ist wirklich in Ordnung. Das ganze Modell ist ziemlich geil. Und was toll ist, die ganze Engine lässt sich angucken, wie sie geschrieben ist, nämlich in C++. Und ihr habt hier die Möglichkeit, noch mit Blueprints zu arbeiten. Das heißt, ihr könnt tatsächlich neu programmieren lernen mit Unreal Engine. Aber ihr könnt auch C++ benutzen, was ich echt eine coole Kombination finde. Alles, was ihr programmieren könnt, könnt ihr mit diesen Blueprints machen. Und alles, was ihr mit Blueprints machen könnt, könnt ihr mit C++ machen. Das heißt, ihr habt ja so quasi die Möglichkeit, beides zu benutzen. Und ich möchte euch da mal so ein bisschen zeigen, wie das geht. Eine Engine ist natürlich, vor allem Unreal Engine, ist sehr komplex natürlich. Und wir brauchen da auch ein paar andere Grundlagen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas Grafisches oder sowas. Und damit werden wir uns dann auch befassen. Also so alles so ein bisschen. Okay, Qt Quick ist sozusagen Qt für C++. Das ist eigentlich auch ziemlich cool, also quasi GUI-Programmierung für C++. Ja, nützlich, kann man immer brauchen, aber wir hatten schon relativ viele GUI-Programme, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ihr für C++ auch noch eins wollt. Aber, wie gesagt, ihr könnt natürlich abstimmen. Irrlicht ist auch eine Game-Engine, C++, oder ja, generell C ist ja mega die schnelle Sprache, deswegen eignet sich die auch super für Spiele. ja, C++, Irrlicht, also Irrlicht ist die Game-Engine, könnt ihr mal gerne danach googeln. Damit könnt ihr dann sozusagen eure eigenen Games schreiben. Ist nicht so komplex wie Unreal Engine. Das heißt, ihr müsst hier quasi alles selber schreiben. In Unreal Engine habt ihr schon einen Editor. Ihr könnt da einfach eure Modelle reinziehen und bestimmt dann, wie sich diese Objekte verhalten. Bei Irrlicht müsst ihr tatsächlich alles selber machen. Also quasi, wo befinden sich eure Objekte, müsst ihr im Code schreiben und alles drum und dran. Das ist ein bisschen, ja, bisschen mehr Programmierung und weniger Design. Unreal Engine ist mehr Design als Programmierung. Genau. Okay, Photoshop ist natürlich nicht irgendwie eine Bibliothek, die wir zu einer Sprache, die wir schon gemacht haben, logischerweise. Wir werden kein Photoshop programmieren, sondern wir werden tatsächlich dann mal uns angucken, wie geht so Photoshop und so weiter. Habe ich mir gedacht, stelle ich euch auch mal zur Auswahl, habe ich schon ein paar Anfragen dafür gekriegt. Warum mache ich das jetzt hier? Wir machen ja eigentlich relativ viel mit Programmieren. Naja, wenn ihr an Web-Development denkt oder generell auch einfach mal an meine Thumbnails oder sowas, da braucht man hin und wieder mal Photoshop. Und ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit, bei mir auch Photoshop zu lernen, wenn ihr das wollt natürlich. Okay, C-Sharp Forms steht jetzt hier schon das, keine Ahnung, 4. Mal, glaube ich, auf der Abstimmungsliste drauf. War bisher immer knapp am Sieger vorbei, aber was soll man machen?
Forms in C-Sharp ist quasi die Möglichkeit, GUIs zu kreieren mit C-Sharp, aber relativ leicht, weil ihr Visual Studio benutzen könnt und da einfach per Drag and Drop einfach diese Forms reinziehen und schon läuft das Ganze. Ja, natürlich muss man ein paar Sachen dazu wissen, also zum Beispiel, wie funktionieren die Buttons, wie funktionieren die Click-Listener und so weiter. In C-Sharp gibt es da relativ krasse Methoden und Varianten, wie man das Ganze machen kann, und die möchte ich dann natürlich alle in Forms zeigen. Okay, C-Sharp WPF oder WPF, keine Ahnung, ist sozusagen die neuere Variante von Forms, ist noch nicht so gut unterstützt teilweise. Bei Visual Studio zum Beispiel ist es ein bisschen mehr Coden tatsächlich, aber es ist eigentlich die offizielle neuere Variante. Viele von Microsofts Sachen, inklusive Visual Studio selber übrigens, sind mit WPF gemacht worden. Und ja, ihr seht, ihr habt richtig coole Möglichkeiten, viele große Möglichkeiten dann auch. Also es ist im Prinzip auch GUI-Programmierung in C-Sharp, weil C-Sharp einfach super für GUI-Programmierung ist eigentlich. Okay, TK-Inter, das Toolkit-Interface von Python, ist auch eine Möglichkeit, GUI zu programmieren. Mann, haben wir viele GUIs dieses Mal. Ja gut, was soll man machen, braucht man halt am meisten, ne? Okay, ihr habt zwar schon PyQt gehabt, aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, noch für TKInter zu voten, was sozusagen eine alternative Methode zu PyQt ist, weil viele auch PyQt gar nicht zum Laufen kriegen. Ich hatte damit selber Schwierigkeiten unter Linux, muss ich sagen. Unter Windows ging das echt ohne Probleme, aber unter Linux, keine Ahnung, war das schwieriger. Naja, egal. JavaFX ist auch eine GUI, jetzt wird es langsam langweilig. Naja, JavaFX ist sozusagen die Nachfolgergeneration von Swing. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, auch nochmal GUI zu lernen, aber dieses Mal für Java. Und ja, JavaFX ist relativ häufig und weit verbreitet eingesetzt. Ihr könnt damit recht coole Dinge machen, quasi einfach auch viele schöne GUIs herrichten. Und zu guter Letzt Java Guava. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber das ist eine Bibliothek von Google für Java, die einfach extrem mächtig ist und viele coole Dinge für euch bereitstellt, wirklich von A bis Z alles dabei. Also von irgendwelchen Websockets, glaube ich, hat es dabei, bis hin zu, ja, keine Ahnung, alles Mögliche ist dabei. Könnt ihr euch gerne mal genauer einlesen, das werde ich euch jetzt hier nicht alles erzählen, sonst wäre die Reihe ein bisschen für ein, ja, unnötig. Okay, und das sind sozusagen die ganzen Varianten, die ihr hier jetzt wählen könnt. Wie gesagt, wenn ihr noch keine Ahnung habt, was ihr wählen wollt, dann wartet einfach ab, was so rauskommt, und ansonsten stimmt dafür ab, was euch am meisten zusagt. Wenn ihr natürlich hier irgendwas Großes vermisst, wie gesagt, eine Nachricht an mich. Und wenn ihr auf eine neue Programmiersprache wartet, nach C++ geht's wieder weiter mit neuen Programmiersprachen, also sowas wie Go hat ja letztes Mal ganz knapp verloren. Aber ich habe auch an eine theoretische Programmierreihe gedacht, also dass wir tatsächlich so die grundlegenden Konzepte von einer Sprache behandeln. Wäre dann zwar mehr Theorie, aber ihr lernt dadurch quasi auch schon alle Sprachen so instinktiv. Quasi, ihr müsst nur noch kurz gucken, okay, wie funktioniert es, wie sieht es da drin aus, und schon könnt ihr es. Aber das ist dann alles wieder nach C++. Das heißt, auch Bash und die ganzen Anfragen, die ich dafür gekriegt habe. Nicht wütend sein, hier geht es tatsächlich eigentlich, abgesehen von dem hier, das ist jetzt eine Ausnahme, aber eigentlich geht es hier tatsächlich um neue Module und nicht um neue Sprachen. Genauso Web-Development, keine Sorge, ich habe eure Content-Management-Systeme und so weiter und so fort, JavaScript-Bibliotheken, die wir alle noch machen werden, habe ich nicht vergessen, die kommen aber dann nach JavaScript wieder. Da haben wir ja aktuell schon zwei rein, brauchen wir ja nichts Neues machen. Und Theorie, wie gesagt, Krypto fertig und Machine Learning, oder zuerst Machine Learning und dann Krypto fertig. Ja, und dann hacken kann sowieso keiner kratzen. Gut, das war's von meiner Seite. Votet jetzt, und ja, ihr habt dazu Zeit, bis die Serie zu Ende geht. Aktuell sind wir bei 23, also wir haben insgesamt 23 Videos hier, die wir noch, die ich euch zeigen kann. Also insgesamt 23 Videos zu der Serie, nicht noch 23, keine Sorge, sonst wird's ja noch ewig gehen. Genau, und ja, danach geht's dann eben mit dem hier weiter. Okay, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und ihr votet für das, was euch gefällt. Und teilt die Abstimmung ruhig bei euren Freunden, wenn ihr mehr Votes für ein und dasselbe haben wollt. Ihr könnt nämlich nur einmal voten, zumindest wenn ihr es nicht irgendwie breakt oder sowas. Das heißt, verschickt die Abstimmung ruhig an eure Freunde, damit ihr auch wirklich das bekommt, was ihr haben wollt. Haha, nein, Spaß. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Bis dann.